Wenn es jetzt so richtig schön bunt wäre, ne? Hätte ich so Bock drauf. So ein Gelb, ein Grün. Ich bin komplett bescheuert. Ich habe mir ziemlich spontan ein 30 Jahre altes Wohnmobil gekauft. Heilige Scheiße. Innerhalb von so 10 Tagen habe ich es geschafft, den Innenraum ziemlich aufzuhübschen. Und dann ging es im Sommer auch schon auf große Fahrt. Na? Sorry. Sorry. Auch schon wie den ersten? Na gut, immer. Wir sind alle mal die Jüngste, gell? Jetzt ist es innen zwar richtig schön. Willkommen. Außen ist es aber immer noch ein ziemlich altes, ranziges Ding. Und ich habe mich natürlich mal wieder groß inspirieren lassen und hatte eigentlich drei große Gründe, dieses Projekt anzugehen. Zum einen war es nämlich der abgeplatzte Lack. Nach 30 Jahren blättert hier und da mal ein bisschen Farbe ab und ein bisschen Rost kann auch mal durchschimmern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vorbesitzer selber auch mal Hand angelegt haben an dieser sehr interessanten Farbkombination der 90er Jahre. Aber getoppt wurde mein Wohnmobil natürlich durch seinen einzigartigen Heckspruch. Meinsberg. Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum. Wenn man besonders auf Autobahnen und Campingplätzen mit offenen Augen unterwegs ist, merkt man, das ist nur einer von vielen Sprüchen. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass ich kein Teil dieser Gang sein möchte. Und drittens, alle Camper sind weiß. Wie langweilig ist das denn bitte? Also was spricht schon dagegen? Schlimmer wird's eh nicht mehr. Im Endeffekt bin ich diesem Video einfach nur Schritt für Schritt gefolgt. Heute erkläre ich dir, wie ich einfach und günstig mein Wohnmobil selbst mit Pinsel und Rolle lackiert habe. Weil Blau nun aber überhaupt nicht meine Farbe ist, musste ich erstmal selber rausfinden, welche Farbkombi ich denn cool finde. Also war ich erstmal auf Pinterest unterwegs und habe mich durch jegliche Farbpaletten geklickt. Und dann habe ich einfach ein bisschen ausprobiert und rumgemalt. Da waren ein paar schöne Kombis dabei, aber definitiv auch ein paar richtig abscheuliche. Am Ende wurde es die Variante Tulpe. Oder Barbie-Auto. Wie man es dreht und wendet, ist es... Im Endeffekt ist es rosa. So what's the best time for you? Thank you.
Und dann war der Sommer auch schon wieder vorbei. Und als ich dann im Winter wiederkam, waren es zum einen nicht mehr 35 Grad und ich hatte endlich Zeit, ganz viele kleine Fehlerchen auszubessern, zu denen ich im Sommer noch nicht gekommen bin. Aber wie dann dieser Feinschliff dafür gesorgt hat, dass ich wirklich das schönste Wohnmobil innen wie außen habe, das man sich nur vorstellen kann. Absolutes Upgrade. Das kommt in der nächsten Folge. Tschüss!